Herrlich, diese Musik, ne? Herrlich. Das ist ein Hammer. So, weiter geht's. Monkey Island 4. Ja, und ich hab mich darum gekümmert, dass das Safe Game jetzt funktioniert. Also ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert. Es scheint wohl irgendwie mit den technischen Voraussetzungen irgendwie da zusammenzuhängen. Ich habe es jetzt auf den Steg geschafft. Ich habe auch ein Safe Game generieren können, das jetzt mein Spielstand quasi repräsentiert. Und was jetzt auch funktioniert. Einziges Problem, Guybrush denkt die ganze Zeit, er würde noch weiter rudern. Also macht immer noch so eine Gestik irgendwie. So, keine Ahnung warum. Ich hoffe, das geht mit dem Spiel dann weg, weil das könnte so ein bisschen die Atmosphäre killen, wenn er die ganze Zeit glaubt, er würde noch weiter Fluss fahren. Aber das gucken wir uns jetzt mal an. Und dann können wir da tatsächlich an der Stelle weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben. Starten wir das Spiel. Ja, jetzt geht's auch. Sehr perfekt. Ich hoffe, er hat jetzt die Tasten auch gemerkt. Vielleicht ist er das jetzt. So, also wie gesagt, wir sind jetzt tatsächlich an dem Stand, wo ich gestern auch war oder wo das Spiel im Prinzip nicht mehr weiter wollte, weil Guybrush irgendwie aus Prinzip, der wollte einfach nicht mehr auf den Steg rauf. Keine Ahnung. Der stand da mit seinem Floß vor und hat es nicht gerafft. Wir sehen jetzt auch mittlerweile Pack No Speed, der bewegt sich da hinten auch. Das ist schon mal die gute Nachricht. Aber wir, das ist eben mal das Problem jetzt gerade. Also er hat irgendwie vergessen, wie man sich bewegt. Ich hoffe, das wird irgendwie mit dem Spiel nachher noch weggehen. Jede wette, dass eine Menge Krabben in diese Falle passen. Und ich wette, dass man mit diesen riesigen Abständen zwischen den Bohlen rein gar nichts fängt. Es wird mir bestimmt auch. Da ist irgendwie noch ein Hinweis. Gehen wir von aus. Nein, danke. Ich esse lieber im Restaurant. Jede wette, dass eine Menge Krabben in diese Falle. Und ich wette, dass. Also passen hier irgendwelche Krabben rein? Also noch nicht, ob das mir jetzt schon weiterhilft. Wahrscheinlich nicht. Betrachte Gästefluss. Ach, da ist ein Floß hinter. Das gehört mir nicht. Ja und? Das gehört mir nicht. Nee, meins gefällt mir besser. Da drin spricht doch jemand. Wenn ich einen Blick durch das Fenster riskiere, höre ich vielleicht, was sie sagen. Wie gesagt, ich habe meinen Job erledigt. Also, wo bleibt mein Geld? Perfekt. Ah, alles zu seiner Zeit, Mr. Pegnos. Hey, die Stimme kenne ich doch. Das war nur ein Teil des Plans. Wirklich bemerkenswert, wie sie Guybrush aus dem Weg geschafft und die Erbstücke der Marleys besorgt haben. Ich nehme an, sie haben sie an einem sicheren Ort versteckt. Natürlich. Ich bin doch nicht blöd. Der ganze Krempel, für den sie sich so interessieren, liegt sicher in meiner uneinnehmbaren geheimen Höhle. Dieser Krempel, wie sie sich ausdrücken, könnte der Schlüssel dazu sein, diese Inseln für alle Zeiten von Piraten zu befreien. Anwesende natürlich ausgenommen. Natürlich. Nun zu meiner Belohnung. Später, mein Freund. Bis dahin bleiben die Erbstücke unser kleines Geheimnis. Verstanden? Kein Sterbenswörtchen. Zu niemandem. Ich möchte nicht, dass meine Pläne durch Ihre Indiskretion zerstört werden. In Ordnung, Mr. Mandrill, wie Sie wollen. Ja. Aber wenn Sie mich nicht bald bezahlen, drehe ich Ihnen den Hals um. Es gibt keinen Grund, gewalttätig zu werden. Sie bekommen, was Ihnen zusteht. Das hoffe ich für Sie. Ich muss mich jetzt um meine Geschäfte kümmern. Nun, da wir im Besitz der Erbstücke der Marleys sind, muss ich herausfinden, welcher Zusammenhang zur ultimativen Beleidigung besteht. Ozzy und Pegnos stecken also unter einer Decke. Wenn ich mit Pegnos fertig bin, werde ich Mr. Mandrill einen kleinen Besuch abstatten. Ich hab die Befürchtung, dass es hier jetzt wieder nicht weitergeht. Ja, ich kann nichts machen. Das ist so ein Scheiß, ne? Ich würde jetzt eigentlich... Naja, auch hier starten, ja? Also ich muss jetzt einmal nach links. Und ich glaube, bevor ich das jetzt mega vergesse, auf der Tastatur, wie steht das Ganze? Die Leertaste sein, genau so ist es. So, also ich mach's mal mit der Tastatur jetzt gerade mal. Das ist richtig. Also so wie gedacht scheint es nicht zu funktionieren. Ich schaue nochmal hier nach. Figured out a way. Escape the soft lock. Is the keyboard for pausing the game. Minus spacebar. When you enter the animation of ref to push on the dog, press and hold the pause button. Achso, ich muss gedrückt halten. Okay. Depending on the frame in which you
Begin a rapid pausing. Or not. 50 chance percent. Ja, okay. Dann also nochmal neu laden. Dann kann ich rein theoretisch auch das hier nehmen. Hoffe ich. So soll man das machen. Wir sind die Backhand. Das ist ein bisschen sehr... Ja! Okay, er denkt aber immer noch, er ist ein Paddler. Aber ich hab jetzt das Savegame. Und was war das Problem? Dass die Animation nicht weiterging. Das habe ich mit dem Savegame gelöst. Okay, also das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Da drin spricht doch hier, wenn ich ein... Wie gesagt, ich habe meinen Job erledigt. Also, wo bleibt mein Geld? Ah, ja. Alles zu seiner Zeit, Mr. Pegnos. Hey, die Stimme kenne ich doch. Das scheint ja wirklich zu helfen. Ein Teil des Plans. Wirklich bemerkenswert, wie sie Guybrush aus dem Weg geschafft und die Erbstücke der Marleys besorgt haben. Ich nehme an, sie haben sie an einem sicheren Ort versteckt. Natürlich. Ich bin doch nicht blöd. Der ganze Krempel, für den sie sich so interessieren, liegt sicher in meiner uneinnehmbaren geheimen Höhle. Dieser... Oh, ja, gut, aber das kennen wir ja schon. Sehr gut. Dann ist das Pegnos Hall. Ja, überschreiben wir. So, was er jetzt immer noch macht, ist natürlich hier das mit dem, dass er irgendwie durch die Gegend hoppelt. Da muss ich jetzt hoffen, dass die Animation irgendwann sich selbst korrigiert. So, das heißt jetzt erstmal springen auf los und zurück. Jetzt verrate die Enter-Taste. Ja. So. Hätte wahrscheinlich auch schon hier geholfen, ne? So, beim Haus. So, den G-Stab habe ich schon manipuliert. Insofern. Aber hier, er macht immer noch. Er bleibt immer in seiner Animation da drin. Wenn wir ihn irgendwie so fixen können. Ja, der muss irgendwann muss er irgendwie einen Trigger bekommen, dass er da nochmal seine Animation verändert. Das ist natürlich so ein bisschen ein Stimmungskiller, weil er jetzt die ganze Zeit denkt, er wäre hier immer noch auf dem Klo. Da bin ich wieder. Was wollen Sie denn jetzt? Gibt es noch etwas besser? Das andere... Warum versuchen Sie, die Karibik zu kaufen? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Die Karibik leidet an einer Seuche, die weithin als Piraterie bekannt ist. Ich werde den Patienten mit einer Art altmodischem australischen Kapitalismus kurieren. Aber was wird aus den Piraten, die nicht als Kellner, Hausmeister oder Tellerwäscher enden möchten? Glauben Sie etwa, dass Sie eine andere Wahl haben? Okay, den Dialog kann ich aber schon, ne? Glaube ich. Aber was wird aus den Ladenbesitzern, die ihn nicht verkaufen? Ach, sie verkaufen alle. Früher oder später. Aber was soll aus... Was ist mit den Kindern? Keine Ahnung, ich wollte nur mal fragen. Das hatten wir schon. Ich habe keine Lust mehr. Und ich habe keine... So, dann gehen wir doch mal. Hey, Sie sind doch der Kerl, der Pegnos angeheuert hat, um mir einen Bankraub unterzujubeln. Das ist seltsam. Ich habe gehört, dass Sie den Bankraub begangen haben. Ha! Ich habe Ihr Gespräch mit Pegnos in den Sümpfen belauscht. Was? Sind Sie taub? Ich weiß alles über Ihren Plan, die Erbstücke der Marleys zu stehlen. Ha! Ihr kleines Piratenhirn ist doch gar nicht in der Lage, die wahre Bedeutung meines Plans zu erkennen. Abgesehen davon können Sie mir ohne die Beute nichts beweisen. Und Sie werden die Beute niemals finden. Ha! Ich habe sie schon gefunden. Wirklich? Sie haben Pete's Beuteausstellungsraum gefunden? Ja. Wie sieht er aus? Es ist sehr hübsch dort, jede Menge Beute. Es ist sehr hübsch dort, jede Menge Beute. Sie bluffen. Aber ich wollte ohnehin gerade zum Ausstellungsraum. Jetzt nimmt er seinen G-Stab und jetzt kommt, glaube ich, das... Dass er das. Wenn ich zurückkomme, habe ich das Geheimnis der ultimativen Beleidigung gelüftet. Fassen Sie nichts an, während ich weg bin. Ich frage mich, ob das wichtig ist. Das sagte mir schon, dass sowieso Brot
Und Kuhn, da irgendwie, dass man da hinterher gehen kann. Genau. Ich hoffe, dass er die Animation nochmal neu lädt. Zum Glück konnte ich diesem Pfad folgen. Bis jetzt zumindest. Hier hört er auf. Die Termiten haben vermutlich nichts mehr zu knabbern. Wo ist dieser australische Piratenhasser nur hin? Oh, da ist er ja. Ich habe wohl nicht mehr alle Kängurus im Beutel. Ganz leise. Ich jage Ossis. Dieser ultimative Beleidigungsschwachsinn macht mich nervös. Ich hätte vielleicht doch an der Universität von Toowoomba die Vorlesung über alte Voodoo-Flüche besuchen sollen. Die Erbstücke müssen hier irgendwo sein. Hier ist es nicht besonders tief. Ich kann bis auf den Grund sehen. Hier ist es nicht besonders tief. Ich kann bis auf den Grund sehen. Hier ist es etwas tiefer. Ich kann den Grund kaum erkennen. Hier ist es etwas tiefer. Ich kann den Grund kaum erkennen. Mann, hier ist es wirklich tief. Unter mir lauern die unendlichen Tiefen des Meeres. Das nenne ich tropisch. Hey, wer sagt's denn? Ein Geheimgang. Hier muss Ossi verschwunden sein. Also das nervt natürlich, dass er so ein bisschen Tourette hat, ne? Das muss man schon sagen. Das ist irgendwie schon ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich das durch Speichern... Versteck. Versuch mal, das Spiel neu zu laden und dann... Also erstmal was anderes, glaube ich. Was, wo er sich normal bewegt. So, da bewegt er sich normal. Und jetzt versuche ich mal, Steck zu laden. Ne, er hat immer... Ja, vielleicht begleitet uns das Rest des Spiels. Was für ein Müllhaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier etwas Wertvolles herumliegt. Eine Leiter. Sie führt nach oben. Ein Schädel. Ich habe schon einen Schädel. Aber das ist nicht Murray, ne? Murray? Wohl nicht. Ach, schade. Das wäre zu gut gewesen. Nein, wenn der Inspektor mich mit dem Diebesgut erwischt, wirft er mich in den Kerker. Niemals. Wer weiß, wo diese Schädel schon überall waren. Ich meine, abgesehen vom Hals eines Menschen. Schmutziges Geschirr. Für einen Meisterdieb ist Pagnos eine echte Schlampe. Ich habe zu Hause wesentlich schönere Tische. Ah, den Schalter da. Wow, ich frage mich, ob Elaine mir das erlauben würde. Nein, ich werde hier nicht herumstolpern und versehentlich etwas Wertvolles zerbrechen. Ich finde, wir kurz nochmal umgucken. Aber den Schalter... Was verbirgt sich wohl hinter diesem Vorhang, der mir die Sicht versperrt? Ich komme nicht an den Haken heran. Ich soll den Raum umdekorieren? Ich bin doch kein Innenarchitekt. Ah, sehr gut. So, dann drücken wir mal den Schalter. Dieser Knopf schreit doch geradezu. Drück mich! Dieser Knopf schreit doch geradezu. Drück mich! Hey, das ist doch die Beute aus der Bank! Und die Erbstücke der Marlies! Ich muss da unbedingt rein. Okay, das ist jetzt unter Wasser, oder was? Die Beute aus der Bank und die Erbstücke der Marlies liegen in einer Höhle auf der anderen Seite dieses einbruchsicheren Fensters. Na klar, ich zerbreche das Panzerglas einfach mit meinem Kopf. Ich würde nur ungern den Teppich versauen. Das ist bestimmt so eine super einfache Sache. Ich habe schon die Vorhänge geöffnet. Ich glaube nicht, dass die Beute aus der Bank und die Erbstücke der Marlies liegen in einer Höhle auf... Es ist bestimmt einfach so richtig, richtig Banales. Schon zu banal. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Für auch ein bisschen... Ach! Ja. Klar.
Mach nochmal. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es, wenn ich es öfter mache. Einmal. Ja. Mach's maximal fünfmal jetzt. Ist das auch nicht kommentiert? Dann sagt er, hey, wie Mensch, das klappt ja gar nicht. Banane. Also es ist animiert und er kommentiert das nicht. Die Beute aus der Bank und die Erbstücke der Marlies liegen in einer Höhle auf der anderen Seite dieses einbruchsicheren Fensters. Ich glaube, ich muss tauchen, ehrlich gesagt. Es sieht auch so ein bisschen aus, als wäre es unter Wasser, ehrlich gesagt. Und was anderes macht hier noch weniger Sinn, ne? Das ist das offizielle Symbol des Gouverneursbüros. Ja, also ich glaube, ich muss tatsächlich da runter tauchen, irgendwie. Brief, Betrachtung, achso. Das ist auch nichts anderes, ne? Kann ich den Tisch aber schieben? Ja. Schmutziges Geschirr. Für einen Meister, die Bispegnos, eine echte Schlampe. Ah, die Pistole! Brauche ich die dann vielleicht irgendwie? Die habe ich ja jetzt im Moment nicht, ne? Die Pistole habe ich ja nicht. Die habe ich ja quasi meinem späteren Ich wieder zurückgegeben. Irgendwie so in die Richtung. Wieder tauchen. Weil Guybrush kann unfassbar lang die Luft auch anhalten. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Ich nehme nur Dinge mit, die ich kenne. Keine Ahnung, was das ist. Es ist zu dunkel, ich kann nicht sehen. Kann ich die einfangen? Ach, warte mal, Die Dose ist schon voll. Fischi, Fischi, Fischi. Ah, ich bin ein Mastermind. Ich bin ein fucking Mastermind. Ich darf jetzt natürlich nicht öffnen. Das ist nur ein Stein. Ich glaube, das wäre kein... es ist zu dunkel. Ich kann nicht sehen. Die Dose ist schon voll. Im Schädel. Die Dose ist schon voll. Die Dose ist schon voll. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Okay, also nee, warte, da muss ich wahrscheinlich nach oben. Oder muss ich nach links oder rechts? Wieder oben. Oder es... Ich bezweifle, dass ich sie mit bloßen Händen erwische. Da ist hier doch irgendwas. Ja, mit der Höhle. Das ist falsch übersetzt, aber... Die Dose ist schon voll. Die Dose ist schon voll. Oh, jetzt bin ich rausgegangen. Okay, Junge. Nein, danke. Ich bin nicht durstig. Nein, danke. Ich bin nicht durstig. Nein, danke. Ich bin nicht durstig. Okay, also er springt nur da rein. Okay, dann muss es da sein. Okay, das war jetzt selber gezogen. Ach, da. Ja. Gut, dass ich meinen Atem 10 Minuten lang anhalten kann. Das ist die Beute aus der Bank. Das ist die Beute aus der Bank. Wunderschön.
Wenn wir bestimmt jetzt irgendwie einsperren oder irgendwas passiert jetzt. Hey, da ist doch eben etwas aus der Truhe gefallen. Eine winzige Schraube. Jede Wette, dass sie zu Pegnoses künstlicher Nase gehört. Endlich. Jetzt kann ich meinen Namen endlich reinwaschen. Verwende Erbstücke mit den... Die Erbstücke sind viel zu wertvoll dafür. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, hier überall meine Fingerabdrücke zu hinterlassen. Also da ist noch eine Schraube. Achso, kann ich doch wieder einpacken, okay. Wie es Elaine wohl geht. Und darum frage ich euch, meine wackeren Bürger. Können wir es uns leisten, die Zukunft von Mealy Island an der Schwelle eines neuen Jahrhunderts in die Hände eines Mannes ohne Vergangenheit und ohne Erfahrung zu legen? Der uns Piraten nachweislich hasst? Der gesunde Menschenverstand sagt nein. Meine Gegnerin hat recht. Ich bin auch nicht sehr lange auf diesen Inseln. Und es ist doch absolut richtig, dass ich in politischen Dingen relativ unerfahren bin. Aber es bedarf keiner Piratenbraut der siebten Generation, um zu erkennen, dass Mealy Island weit mehr als nur einen, Freizeitgouverneur braucht, der seinen Bürgern zu allem Überfluss nicht einmal Feste und Grog versprechen kann. Schluss jetzt! Glaubt ihr tatsächlich, dass euch Charles Freigrog und Feste spendiert? Seid ihr wirklich so dämlich? Sehr gut. So, verwende komische Schraube. Ich frage mich, wozu diese kleine Schraube gut ist. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Okay. Kann noch was machen hier? Was für ein seltsam geformter Stalaktit. Besser nicht. Dieses Fenster ist absolut einbruchsicher. Das muss Pegnoses Ausstellungsraum sein. Wunderschön. Okay. Aber mittlerweile hat er nicht mehr diese Floßhaltung. Das ist schon mal das Gute. Sehr gut. Sehr schön. Ah, guck mal hier, das neue Weg. Ah. So, jetzt wäre es natürlich... Ziemlich offensichtlich, aber das. Ja, gut, aber das würde man ja normalerweise machen. Man würde jetzt hier hingehen. Nicht zur Kanzlei, man würde zum Gefängnis gehen und würde hier seine Unschuld beweisen wollen. Auch wenn das schon irgendwie wieder nach einer Falle riecht. Inspektor? Ja? Ozymandril hat Pegnos Pete angeheuert, um mich aus dem Weg zu räumen. Können Sie das beweisen? Ich habe die beiden belauscht. Hören Sie, ich ertrage Ihre hilflosen Versuche, Ihre Unschuld zu beweisen. Aber wenn Sie jetzt anfangen, ehrbare und einflussreiche Bürger wie Mr. Mandrill zu verleumden, muss ich ernsthaft in Erwägung ziehen, Sie in eine Zelle zu werfen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Wie Kloßbrühe. Ich habe doch jetzt die Beweise gefunden. Ich habe die Beute aus der Bank gefunden. Bin ich jetzt frei? Das heißt noch lange nicht, dass Sie sie nicht gestohlen haben. Wie kann ich gleich wieder meine Unschuld beweisen? Finden Sie den wahren Täter, bringen Sie die Beute zurück und legen Sie mir Beweise vor. Ah, so war das. Ja, einen richtigen Beweis habe ich noch nicht, ne? Oder... Na, vielleicht die Schraube. Ja, ich gehe dann mal und beweise meine Unschuld. Machen Sie keinen Ärger.
Jetzt dran vorbei gewesen? Hä, die hab ich doch eingepackt. Ich hätte gedacht, dass ich hier eine Schraube hab. Die hab ich auf jeden Fall eingepackt. Ach, da, ich suche die ganze Zeit nach so einem kleinen Ding. Ist jetzt nicht wirklich wahr, ne? Oh Mann. Ey, das gibt's ja gar nicht. Hier, das sollte für meine Rehabilitation reichen. Nehmen Sie mir endlich dieses alberne Fußeisen ab. Eine winzige Schraube. Stimmt, mit genau dieser Schraube wird die künstliche Nase von Pegnos an seiner hässlichen Visage befestigt. Selbst wenn es so wäre, Mr. Threepwood, hier ist kein Pegnos, der Ihre Theorie bestätigen könnte. Ihre Geschichte klingt ziemlich weit hergeholt. Selbst für Lucre Island. Behalten Sie Ihre Schraube und kommen Sie wieder, wenn Sie Beweise haben. Mann, Inspektor, Sie führen ja ein strenges Regiment. Fast so streng wie dieses Fußeisen. Ich komme wieder. Okay. Gut, jetzt habe ich die Beweise. Ich habe. Was wäre denn jetzt, bevor der als nächstes ansteht? Erstmal natürlich mal speichern wieder. So. Jetzt müsst ihr eigentlich wieder zurück zu. Ich frage mich, wozu diese kleine Schraube gut ist. Jemand hat etwas in den Boden geritzt. Hier steht Cindy liebt Ned. Aber gleich daneben hat jemand Jerry liebt Cindy eingeritzt. Was für ein seltsamer Ort für Liebesbezeugungen. So, jetzt bräuchte ich die Nase. Aber lustigerweise hatte der Typ doch die Nase. Aber na gut. Hat er wohl vergessen. Inspektor? Ja? Tja, ich geh nach. Okay. Nein, falsche Taste. Wie komme ich denn auf die. Ach, das habe ich jetzt gar nicht mehr gebandet, ne? Ah, okay, okay. Vielleicht ist es sogar sinnvoller. Aber welche Taste war das? Das konfigurieren, ne? Nein! So. Wie komme ich den Raum schnell verlassen? Ist das die Taste dann? Mal gucken. Ja.